Assalamu alaikum, meine Glaubensbrüder. Heute bauen wir eine Bombe. Und zwar gehen wir hier auf unser 3D-Objekt. Gehen wir auf Zylinder. Drehen wir den Zylinder um 90 Grad. Und ziehen ihn erstmal so zurecht, wie wir wollen. Und eventuell auch ein bisschen kleiner. Damit es schön Wumms gibt, wenn der explodiert. Ich denke, so ist in Ordnung. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, nicht so klein. Ja, so ist doch in Ordnung. Dann machen wir Rundungen rein. Deckflächen und gehen auf Rundungen. Denn so Körper sind ja immer etwas gründlicher. Ich denke, ja, vielleicht ein bisschen weniger. So ist in Ordnung. Ja, okay. Damit es gleich. Damit es keine krumme Zahl ist, machen wir 3. So ist okay. Und dann gehen wir nochmal auf Objekt zurück und geben höhere Segmente ein. Nicht so viele, weil unser Ziel ist es, weil normalerweise hat Sprengstoff ja immer so kleine Beulen hier drin, also vorne und auch hinten, und die wollen wir machen, und deshalb brauchen wir so viele Segmente, dass wir ungefähr das vierte auswählen können. Also 1, 2, 3, 4. Und das sieht doch gut aus. Ja, dann nehmen wir hier. So. Deshalb haben wir hier, habe ich hier 147. Ihr könnt die Zahl übernehmen. Und dann drücken wir mal C. Und wählen uns erstmal unser Polygonwerkzeug aus. Und erstmal unser Live Selection Tool. Und dann wählen wir uns die vordere Ebene aus. Ja. Aufpassen, dass er nichts anderes übernimmt. Und dann einfach löschen. Damit wir dann letztendlich unseren eigentlichen Sprengkörper reinsetzen können. Das machen wir jetzt mal, indem wir noch einen Zylinder kreieren. Und auf 90 Grad. Oh, erstmal unser Objektwerkzeug. Dann nochmal 90 Grad und den dann ungefähr so zurechtziehen, wie es uns gefällt. Ich denke, ja, ein bisschen mehr. So, das ist doch in Ordnung, und dann wir sind rein. So, so, ich denke, ist gut, perfekt. So, dann machen wir, wie ich gerade schon erwähnt, uns die Beulen. Wählen wir unser Polygonwerkzeug aus und gehen auf Selektion, auf Loop-Selektion. Und ach ja, und by the way, ihr könnt natürlich ein Referenzbild nehmen aus dem Internet oder aber, so wie ich, einfach aus dem Kopf machen. Dann gehen wir von 3, also 1, 2, 3 und die vierte und ziehen uns das ein bisschen enger. Skalierwerkzeug und einfach ein bisschen enger ziehen. Ich denke, so ist in Ordnung. Ja. Ja, so sieht gut aus. Und auf der anderen Seite natürlich dasselbe. Ziehen wir uns das mal hin und gucken. 1, 2, 3, 4. Na gut. Erstmal Selektion. Loop-Selektion. 1, 2, 3, 4. Hatten wir jetzt das 4? Ja, okay. Und skalieren wir wieder. So ungefähr, dass es dann ungefähr gleich ist. Ja, könnte hinkommen. So, und dann machen wir uns noch unsere Zinnschnur. Dann mittlere Maustaste kommt hier in diese vier Ansichten. Dann gehen wir in die vorne Ansicht. Zoomen wir das ein bisschen ran und nehmen unser Spline-Werkzeug-Tool und den Linear-Spline und setzen mal einfach mal einen Punkt hier rein und dann einen Punkt hier außen und dann nochmal einen Punkt hier außen, sodass es erstmal gerade ist. Der Rest kommt später. So,
dann wollen wir das alles markieren. Mit Alt G kopiert ihr das. Wir gehen erstmal in unser Objektwerkzeug wieder rein und nehmen dann einen Cloner, MoGraph Cloner. Nehmen wir unser Null-Objekt, tun es hier rein und gehen dann auf Cloner, dann von Modus Lineal auf Radial, dann gehen wir von Ebene. Jetzt haben wir die XY, brauchen wir die ZY und dann haben wir es so. Ach ja, und eine Sache noch, mach das mal kurz raus aus dem Cloner. Und wir wollen das natürlich duplizieren, damit wir mal Mitte auch eins haben. Deswegen gehen wir auf Nullobjekt, strgc, strgv. Und jetzt bleibt es da in der Mitte, weil wir es ja dupliziert haben. Und jetzt packen wir eins davon wieder in den Cloner rein. Und wie ihr sehen könnt, ist das geklont. So, jetzt machen wir natürlich noch den Radius ein bisschen größer. Ich denke, so viel groß brauchen wir gar nicht. Und dann schieben wir das dann noch ein bisschen zurecht. Ja, vielleicht noch ein bisschen der Radius, vielleicht ein bisschen höher, ne? Radius. Ne? Gucken wir mal. Irgendwie habe ich die Idee, das ist nicht mittig, doch? Das sieht aber mittig aus. Ja, okay, gut. Dann gehen wir mal auf vielleicht mal 61. So, dass es halt authentisch dran liegt. Ja, ich denke, so ist doch okay. Gehen wir raus. Ja, so sieht doch schon mal wunderbar aus. Dann nehmen wir uns hier bei unseren... Okay, gut. Bei unserem Nullobjekt 1, dann nehmen wir uns die Splines, gehen nochmal in die 4 und dann vorne Ansicht, also in die mittlere Maustaste und in der vorne Ansicht. Wählen unser Punktewerkzeug aus und dann ziehen wir das nach unten und wie ihr sehen könnt, verschiebt sich dann auch die anderen Splines alle in die Mitte. Und das wollen wir machen, weil den Zinnschnur sollte sich ja verbinden, ansonsten macht es nicht Boom. So, jetzt haben wir sowas hier. Dann verbinden wir das noch und zwar... Also jetzt nicht quatschend verbinden, sondern wir machen das noch als quasi als Objekt. Momentan als Blind sehen wir eh nichts. Deshalb drücken wir hier mal C. Ja, Quatsch, bei den Klonobjekt drücken wir mal C. Und jetzt gehen wir hier auf Plus und jetzt haben wir halt für jedes Objekt einzelne Splines und die brauchen wir letztendlich. Deshalb drücken wir ein Spline, ist der gedrückt halten. Anderes Spline auswählen, dann noch den anderen Spline auswählen, dann anderes Spline und den letzten Spline auswählen. Und die ziehen wir dann alle per Drag and Drop nach draußen. Dann nehmen wir uns einen, also bei den NURBS gehen wir auf Sweep NURB und machen uns so viele NURBS wie wir Splines haben. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Und deshalb brauchen wir 5 Sweep NURBS 1, dann strgc, srv 2, 3, 4, 5 und weisen jeden einen zu. So, und dann den letzten. So, jetzt hat sie aber noch nichts getan, weil wir brauchen noch die Formen dazu. Und zwar, deshalb gehen wir auf Splines, gehen auf Kreis. Und machen wieder 5. Also erst C und dann 1, 2, 3, 4, 5. Und ziehen es rein. Und wie ihr sehen könnt, hat das Spline jetzt die Form des Kreises. Der Kreis ist noch sehr groß, deshalb machen wir den gleich kleiner. Allerdings packt es erstmal in den Sweep NURB rein. Und das muss oberhalb sein. Das heißt, wenn ihr den Sweep NURB habt, muss erst der Kreis sein und dann der Punkt. Jetzt geht ihr auf Kreis. Also Kreis 1, Kreis 2, Kreis 3, Kreis 4, Kreis 5. Und bei Radius ziehen wir den mal runter. Und wie ihr sehen könnt, wird es auch kleiner.
Wir können jetzt mal auf 1 gehen. Ja, ich denke 1 ist okay. So, jetzt ist es natürlich noch sehr eckig. Das können wir beheben, indem wir auf die Splines gehen. Also mit STRG gedrückt halten. 1, 2, 3, 4, 5. Alle auswählen. Und von linear auf Baseline. Na, Quatsch. Okay, Akima könnte auch nehmen. Ich nehme jetzt immer Baseline. Und voilà, haben wir. Sieht dann so aus. Ich denke, das sieht doch schon mal akzeptabel aus. Den letzten wollen wir noch verbinden, auch noch, weil den haben wir jetzt übersehen gehabt. Heißt, der organisatorischen Seite her machen wir überall mal Minus und wählen unseren letzten aus. Und dort können wir ganz einfach ein Sweepnap nehmen und ein Kreis. Na, Quatsch, kein Text. Ein Kreis. Den Kreis machen wir gleich mal auf einen Radius, damit habt ihr es ein bisschen übersichtlicher. Und tun dann hier unseren Spline. Habe ich schon Hypernap gemacht? Ja, Sweepnap, ja. Tun dann unser Spline in den Sweepnap rein und unser Kreis in den Sweepnap. Und jetzt haben wir das auch verbunden hier. So. Dann, wie jede professionelle Bombe, muss man das natürlich kleben, ganz professionell festkleben, mit Gafferband zum Beispiel. Deshalb gehen wir mit der Maustaste wieder in die rechte Ansicht, damit haben wir das halt von vorne. Und machen wir ein Spline wieder, auf Linear Spline. Und dann ziehen wir uns einfach mal so eine Linie, wie ihr das so haben wollt. Die kann erstmal relativ eckig sein, weil die machen wir eh bald rund. So, sollte nur nicht zu überlappen. Aber so könnt ihr erstmal lang ziehen, wie ihr das für richtig haltet. Gehen wir hier nochmal in das Spline rein, ziehen ein bisschen hoch und dann Spline schließen, haben wir schon geschlossen, okay. Ansonsten müsst ihr auf Spline schließen gehen, dann wird er automatisch geschlossen. So, jetzt ziehen wir das Ding hier mal, also jetzt müsst ihr aufpassen, weil wir sind jetzt im Punktemodus, wir wollen in den Objektmodus rein, damit wir den ganzen Spline haben, also das ganze Ding, und ziehen es hier uns mal an die Seite. So, und jetzt machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Das heißt, wir gehen hier auf Nerves, nehmen unser Sweep Nerve, gehen allerdings auf Spline, weil wir diesmal nichts Rundes haben wollen. Wir wollen was mehr Eckiges haben, deswegen gehen wir auf Rechteck. Und das Rechteck ziehen wir dann in den Sweep Nerve rein und das Spline auch in den Sweep Nerve. Allerdings wollen wir jetzt das umgekehrt haben, also jetzt haben wir das ja umgekehrt, erst Spline oder ein Rechteck. Wir wollen erst Rechteck, dann Spline. Rechteck, dasselbe wie immer. Machen wir mal die Größe etwas besser. So. Die Größe ein bisschen. Und wie ihr sehen könnt, ist es auch ausgehöhlt. Also nicht, dass ihr jetzt Angst haben müsst, dass es halt doof aussieht, weil da ist jetzt gefüllt. Das ist nämlich ausgeschnitten. So. So ungefähr. Und dann ziehen wir das, wie gesagt, ein bisschen mehr zusammen. So, ich denke, so ist in Ordnung. Ja, ein bisschen dünner noch. Ja, okay. Machen wir so, ich denke. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Das ist ein bisschen fester. Und dann kopieren wir uns das. STRG, STRV und ziehen das auf die andere Seite. Ups. Ziehen es hier hin. So, eigentlich ist das schon mal von der Rundung. Da will ich eigentlich nichts groß machen. Ihr könnt halt noch Rundungen machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt Deckflächen machen und könnt Deckflächen Rundungen.
ihr da zum Beispiel eine Rundung machen, wie ihr sehen könnt, verändert sich ein bisschen. Und ihr könnt halt mit dem Radio spielen. Aber ich finde das so eckig eigentlich ganz hübsch. Oder auch, ihr könnt auch, wenn es euch gefällt, einen Halbwind-Up reintun. Das eigentlich müsst ihr halt noch ein bisschen justieren, aber letztendlich ist es halt auch rund. Obwohl, gucken wir mal, ich glaube, das sieht sogar ganz okay aus. Ja, das sieht sogar noch besser aus, oder? Ja, ich denke, ich lasse es einfach mal. Eckige. So. Dann wollen wir jetzt noch unser Zündschnur haben zu unserem Auslöser. Das heißt, wir machen uns einen Auslöser. Das heißt, einen Würfel erstellen. Den Würfel machen wir halt ein bisschen kleiner. Und ziehen uns mal ein bisschen raus. Oh, das ist ein bisschen zu lang. Machen wir halt klein, dass es ein bisschen mehr aussieht wie eine Scheibe. Und jetzt können wir den quasi, ja, machen wir den mal ein bisschen länger und kleben wir den einfach auch mal hier so hin. Das heißt, machen wir den mal hier hin. Und ja, okay, nee. Machen wir doch nicht. Also wir machen das einfach nur ein bisschen kleiner und setzen das hier ein bisschen ran, so dass es einfach fest ist. Ihr könnt das noch gestalten. Ich hatte gerade die Idee, dass wir das auch noch tapen können, also so wie hier. Müsst ihr entscheiden, ich setze es einfach mal so ran. Dann gehen wir bei Objekt auf Rundungen. Ja, die sind okay. Sogar auf 5 dann. Und jetzt brauchen wir noch eine Zündschnur von hier nach hier. Deshalb gehen wir wieder in die Frontansicht. Wählen uns wieder unser Linearsplan aus und wählen dann einfach von hier einen Punkt. Und dann machen wir uns, wie wir wollen, einfach eine Linie zum Zünder rein. Ja. Und dann machen wir dasselbe im Grün wieder. Ein Sweepnip und ein Kreis. Und der Kreis soll diesmal wieder ein sein. Und wir packen den Spline hier rein und auch hier rein. Jetzt müssen wir natürlich noch, weil das nur in der Mitte ist, das ein bisschen hochzoppeln. Das heißt, geht auf den Spline, Punktewerkzeug, und jetzt könnt ihr hier die Punkte auswählen. Könnt ihr noch verschieben, wie ihr möchtet, könnt ihr auch mit rausschieben. Gehen wir mal in die Voransicht, dann habt ihr mehr Überblick über die Punkte. Aber hier beispielsweise den Punkt, gucken wir mal, den ziehen wir dann mal raus. Ziehen wir auch mal höher insgesamt. Dann den mittleren ziehen wir auch mal höher. Und dann nehmen wir uns diesen Punkt hier vor, ziehen ihn auch raus. Und ja, ziehen ihn mal ein bisschen höher. Und dann nehmen wir uns den letzten Punkt hier und ziehen ihn auch raus. Okay, da war noch ein Punkt, den wir übersehen haben. Jetzt ist die Frage da. Ja, immer noch ein Punkt. Okay, ansonsten könnt ihr auch auswählen, indem ihr auf Live Selection Tool geht und dann auf unser Fähigwerkzeug. Also dann könnt ihr eine ganze Fläche auswählen und dann habt ihr alle ausgewählt und die könnt ihr jetzt einfach mal rausziehen. Da habt ihr eine bessere Übersicht. Aber jetzt könnt ihr das einfach noch mal ganz kurz zurechtziehen. Der ist dann da. Der ist dann da. Und der
Pipeline und dann haben wir so ein Kabel. Und jetzt wollen wir noch ein paar Beschriftungen hinzufügen. Das heißt, wir gehen auf Text, MoGraph auf MoText. Bei den Text gehen wir mal auf unser Objekt, geben ein 00, Doppelpunkt 00 und lassen auch die Schriftart so, weil die ist ganz praktisch. Ich finde die ganz nett. Und dann ziehen wir die ein bisschen nach vorne und ziehen natürlich ganz klein. Okay, nicht so klein, aber so ist okay. Vielleicht ein bisschen größer. Ja, ein bisschen größer kann sie ruhig sein. Ich denke, so ist sogar okay. So, und setzen die ein bisschen in die Mitte. Und wir wollen natürlich, dass die... Ihr könnt es auch mit Photoshop machen später. Allerdings wollen wir, dass die halt nicht so weit nach vorne rausstülpt, sondern nur ganz wenig. Oder sogar gar nicht. So. Machen das dann so einfach. Dann machen wir uns noch ein paar Knöpfe. Machen wir es in die Seite. Machen noch ein paar Knöpfe rein. Würfel. Ziehen wir den ganz klein wieder. Damit es halt wie ein Knopf aussehen kann. Ja. Ziehen ihn uns raus. Okay, skalieren wir den einfach. Breiter kann er ruhig sein. Ich denke, so ist in Ordnung. Und den stecken wir jetzt da rein. Ich denke, so ist okay. Dann machen wir uns mal also einen On-Knopf. Dann kopieren wir uns. Ja, okay, bevor wir den kopieren, machen wir natürlich noch Rundungen rein. Ja, Segmente machen wir mal viele, aber Rundung an sich machen wir mal klein. Ich denke, so ist okay. Können wir mal 1 machen, dann haben wir gerade. So ist gut. Dann kopieren wir uns den mit STRG-C, STRG-V. Haben dann einen On-Knopf, einen Off-Knopf. Machen wir mal einen Sleeping-Timer rein, einen Mood-Timer rein und einen Hour-Timer rein und einen Minute-Timer rein. So, dann kopieren wir uns nochmal den Text. Na, wo haben wir? Wo Text? STRG-C, STRV. Und dann ziehen wir uns den hier mal rein. Und machen den auch ein bisschen kleiner. So, dass es halt gut aussieht. So, da schreibe ich dann mal on hin. Ja, zieh den so in die Mitte rein. Dann kopiere ich den C und V. Schreibe off hinein. So, kopieren wieder. Schreibe ich hier dann mal Sleeping rein oder Sleep. Dann nächster ist Mute. 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 Auch wieder das
Obwohl, das ist eigentlich okay. So, dann geben wir den ganzen eine Textur jetzt. So, einfach Doppelklick draufdrücken. Dann machen wir mal rot, weil ganz klassisch ist halt einfach alles rot. Müssen wir kurz auswählen, der Kloner. Setzen wir mal einfach auf rot alles. Und dann den mittleren Zylinder müssen wir auch rot machen. Und zwar rot. Ah. Okay. Jetzt müssen wir natürlich das Innere noch rot machen, das ist auch rot. Das ändern wir mal ganz kurz die Farbe. Machen wir mal so ein, ich sag mal, helles Beige. Und dann machen wir mal unter Relief mal neu, leicht Neues rein. Also gehen auf Neues, dann auf, also gehen auf Relief, auf hier Auswahlwerkzeug, auf Neues, dann haben wir den Neues, gehen wir in den Neues-Filter rein, gehen vom Neues, gehen wir mal auf, könnt ihr mal durchklicken, was ihr haben wollt. Ich finde Turbulenz immer ganz gut, das ist halt sehr fein und kaum zu sehen. Und dann tun wir das mal hier rein. Und dann öffnen wir mal den Kloner. Und wie ihr sehen könnt, hier einen Zylinder machen wir überall. Da machen wir mal raus. Überall, wo ihr den ersten Zylinder habt, tun wir unser Material rein. Ihr könnt, wenn ihr SDRG gedrückt haltet, das Material einfach rüberziehen auf eine andere Ebene oder ein anderes Objekt. So, dann wollen wir den Rest einfach schwarz machen. Also unser Tape mehr schwarz, Farbe schwarz. Und schwarz und das schwarz. Und dann machen wir auch unser Ding ist ja schwarz, unser Auslöser. Allerdings machen wir die Schrift, die Schrift und auch die Buttons machen wir leuchtend und zwar ein hellblau, so dass man, wenn man das im Dunkeln sprengen will, natürlich auch was sieht. Das heißt, wir gehen mal nach ganz oben, Text 1. Der letzte Text da unten. So, und jetzt haben wir, jetzt seht ihr das noch nicht, wer seht ihr halt, doch seht ihr, ist jetzt in der Textur. So, jetzt haben wir soweit alles, jetzt, genau, noch die Mute-Tasten. So, machen wir natürlich Würfel, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt machen wir uns einen Boden, weil so Bomben sind natürlich in einem sehr staubigen und einen sehr dunklen Raum. Deshalb machen wir einen Boden. Den setzen wir nach unten. So. Bonus Tape. Machen wir hier. Hier. Und dann machen wir uns einfach ein Licht. Gehen auf das Lichtsymbol. Spotlight. Ziehen das hoch. Drehen uns das zurecht. Na? Hallo? Drehen uns das zurecht. Dann schieben wir uns das zurecht. Drehen uns das nochmal weiter. So, dass wir ungefähr so haben. Und ein bisschen weit nach oben. Und auch ein bisschen breiter das Licht.
wir wollen es auch ein bisschen mehr nach unten haben. So, ach ja, und die Zündschnur müssen wir gleich nochmal texturieren, aber das machen wir auch schwarz. Dann kopieren wir uns das Licht einfach mal und wir packen uns das einfach auf die andere Seite. So, dass es, oder wir machen das ein bisschen noch von vorne. Das passt auch ganz gut, denke ich. So. Ich denke mal, sein. Gucken wir gleich einfach mal, wie es wirkt. Die Lichter STRG gedrückt halten, dann wählen wir uns beide an. Dann gehen wir vom Schatten auf Shadow Maps weich und bei sichtbarem Licht machen wir volumetrisch. Und dann gehen wir auf das Licht 1 und gehen auf unser Werkzeug hier und haben jetzt das, was wir hier verschieben können. Und das heißt, dass er dann praktisch so wie so Staubpartikel animiert. Also eher imitiert. Und bei Licht 2 machen wir das auch. Ziehen wir das auch rein. So. Dann ein Licht machen wir mal, weil das nicht ganz weiß ist, also nicht ganz kaltes Licht, machen wir mal eins ein bisschen mehr orange und das andere ein bisschen mehr ins bläuliche. Kommt mir ganz gut, finde ich. Und dann gehen wir noch bei beiden, wählen wir beide nochmal aus, gehen wir in den Noise rein und machen ein Noise auf beides. Also gehen wir bei Noise rein, Noise Filter auf beides gehen. Und dann machen wir, gehen wir auf unsere Render-Voreinstellungen, wählen Global Illumination aus und Ambient Occlusion. Da bei Ambient Occlusion gehe ich einfach mal auf niedrig alles, weil mein PC wie gesagt nicht so gut ist. Mal. Und dann wählen wir das zurecht. Ah ja, und eventuell machen wir noch die Splines hier nochmal ganz kurz schwarz. So. Wählen wir uns die Textur aus und ziehen die hier hin. 2, 3, 4, 5. Jetzt sollen die alle schwarz sein. Und wir rendern mal, wie es aussieht. Und sehen uns gleich wieder. Und so haben wir das. Sieht doch schon mal ganz cool aus, muss ich gestehen. Und ich würde sagen, so lassen wir das, weil es sieht dann ganz gut aus. Und ansonsten, ich hoffe, euch hat das gefallen. In diesem Sinne, ja, würde ich sagen, gebt mir einen Daumen hoch und Allah Akbar.